Hi Leute, heute geht es darum, was dir deine Gesundheit überhaupt wert ist. Und zwar ist mir immer wieder aufgefallen, dass es häufig an diesem Punkt scheitert, dass man selber nicht bereit ist, gewisse Unbequemlichkeiten auf sich zu nehmen, um sich wirklich mal darum zu kümmern, wie man eine dauerhafte Gesundheit aufbaut. Und wenn du nicht dazu bereit bist, Energie in eine Sache reinzustecken und Zeit, dann löst sie sich nicht von alleine. Und genau das ist der Punkt, wenn man sich auch mal bei den Deutschen anschaut, wie das Ganze abläuft. Die meisten stecken so viel Energie, Zeit, Geld in Dinge, die nicht förderlich für die Gesundheit sind, sei es jetzt Rauchen, Alkohol, sonst was. Aber keine Energie da rein und man muss ja nicht mal viel Energie aufwenden, wenn man sich mal einen gesunden Lebensstil angewöhnt hat, wenn man mal seine Ernährung Schritt für Schritt umgestellt hat. Dann kostet es keine Energie, Gesundheit im eigenen Körper zu erzeugen. Das ist einfach nur eine Angewohnheit. Es ist einfach nur eine Routine, es ist einfach nur eine Gewohnheit. Man macht es intuitiv, es ist abgespeichert im System. Man eignet sich zum Beispiel einmal eine bessere Haltung an. Ist mal ein paar Wochen anstrengend, aber dann über längeren Zeitraum, wenn das zur Gewohnheit wird, dann hast du halt diese Haltung, dann hast du eine andere Haltung, dann sitzt du anders, dann gehst du anders, dann machst du Körperübungen anders, wo du nicht in irgendwelche Fehlhaltungen kommst, irgendwelche Verstandwarnungen aufbaust oder sonst was. Und es ist am Ende immer nur am Anfang, wenn man es mal umstellt, anstrengend. Aber wenn du diesen Lebensstil hast, ob du einen gesunden Lebensstil hast oder einen ungesunden, ob du Routinen, ob du einen Tagesablauf hast, der für deine Gesundheit förderlich ist oder nicht, es kostet dich nicht mehr Anstrengung, sondern ganz im Gegenteil. Mit der Zeit kriegst du, wenn du gesünder bist, mehr Energie. Du brauchst weniger Schlaf, fühlst dich besser, du bist ausgeglichener. Und genau das ist der Punkt. Vielleicht kostet es dich mal Anstrengung, das Ganze zu ändern. Aber wenn es deine Gewohnheit ist, auch mit dem Fahrrad zur Arbeit zu fahren, in der frischen Luft zu sein, dann ist es für dich keine Anstrengung mehr. Das machst du eh jeden Tag. Vielleicht eine zu große Herausforderung für manche. Aber es sind schon ganz simple Sachen. Ob du jetzt zum Beispiel bei der Ernährung, ob du jetzt was Ungesundes isst oder was Gesundes isst, dein Geschmack verändert sich mit der Zeit. Dein Geschmackssinn wird wieder viel feiner, er wird wieder viel besser und deine Zunge mag sowieso das, was du gewöhnt bist. Die meisten essen häufig nur das Gleiche oder immer die ähnlichen Dinge, natürlich ein bisschen durchvariiert, aber immer ähnliche Sachen. Und wenn du dir einfach neue Lieblingsgerichte schaffst, die einmal änderst, mit Spaß und Freude ausprobierst und neue Rezepte kennenlernst und die in deinen Speiseplan integriert hast. Gesunde Rezepte brauchen nicht länger, ganz im Gegenteil, umso einfacher, umso besser sowieso meistens. Und dementsprechend, ob du jetzt ein gesundes Essen kochst und isst oder ein ungesundes, ist genau das Gleiche. Du musst aber am Anfang mal die Energie reinstecken, wenn du dir schon einen ungesunden, nicht förderlichen Lebensstil
angewohnt hast oder der in unserer westlichen Gesellschaft einfach so ist heutzutage im 21. Jahrhundert, allein mit der Arbeit, weniger Bewegung, stickige Räume, Strahlung und so weiter. All diese Dinge. Dann muss man sich halt auch mal erstmal die Zeit nehmen und Energie da reinstecken. Aber das Ganze kommt eben nicht von allein. Und da kommt es eben darauf an, wo man die Zeit, Energie, das Geld auch reinsteckt. Das fand ich nämlich zum Beispiel auch ganz interessant. Im Internet gelesen, beziehungsweise im Bericht gelesen, dass ein Durchschnittsdeutscher gibt ungefähr 330.000 Euro in seinem Leben für ein Auto aus. Durchschnittsdeutscher, 330.000 Euro für ein Auto aus. Und jetzt musst du mit dir mal überlegen, wie viel Geld hast du zum Beispiel mal in den Körper hier investiert, in deine Gesundheit, in deine Lebensfreude, in dich? So beim Auto schauen die Leute, oh, ist das ein gutes Öl, ist das was weiß ich, aber bei ihrem Körper, egal, alles rein, hat ja Entgiftungsorgane. So. Dein Auto anscheinend nicht. So, das ist der Punkt. Auch dein Körper solltest du schauen, was du da rein tust und was du in deinen Körper, in dich selbst investierst und Zeit und Energie. Und wenn du auch nicht mal bereit bist, zum Beispiel mal eine Stunde oder 2 Stunden zu irgendeinem Treffen hinzufahren, oder dich mit Leuten auszutauschen oder ein paar kleinere Hürden auf dich zu nehmen, dann kommt es eben auch nicht von alleine. Und das ist genau der Punkt. Sich da einmal zu überwinden, sich einen anderen Lebensstil anzueignen, zahlt sich langfristig sowas von aus. Und für dich macht es keinen Unterschied, wie gesagt, ob du einen positiven Lebensstil hast, einen förderlichen Lebensstil für deine Gesundheit, oder einen nicht förderlichen. Es kostet dich, wenn du ihn hast, keine Energie, mehr oder weniger. Der andere Lebensstil kostet dich mehr Energie, weil dein Körper überfordert ist mit dem, was du mit ihm machst. Und das ist genau der Punkt. Und da muss man immer wieder reflektieren, so, okay, was mache ich überhaupt? Wo stecke ich die Zeit und Energie rein? Stecke ich die Zeit und Energie rein und es ruckzuck mal irgendwie eine halbe Stunde, Stunde, 2 Stunden rum, weil man sich noch 10 Serien anschaut? Oder stecke ich die Energie in andere Sachen, gehe lieber eine Runde raus an die frische Luft und bin danach viel klarer, fitter, fühle mich besser, fühle mich nicht ausgelaugt. Und der Sinn kommt immer wieder mehr ins Leben dazu. Und das wünsche ich dir sehr. Und wenn dir das Video gefallen hat, dann gib gerne mal einen Daumen nach oben und teils, damit mehr Leute das Ganze reflektieren können und für sich vielleicht zu anderen Schlüssen kommen. Ach, und übrigens, wenn du dich darüber austauschen möchtest, wenn du nicht weißt, wie du da anfangen sollst, dann geh gerne mal in die Facebook-Gruppe rein, kannst du kostenlos beitreten und dort bin ich auch jede Woche live. Pick mir ein, zwei Fragen raus und dann können wir auch schauen, wie du da starten kannst und da findest du einfach den Anschluss. Ansonsten mach's gut. Ciao.